Großartig. Es ist so schön. Ich bin so stolz. So. Ich mache wieder zwei Texte, weil es so schön war. Und wenn ich wieder zittern sollte, macht euch keine Sorgen, das gehört dazu. So. Fünf kleine Zahnspangenmädchen wippen mit den Zöpfen und versuchen, ihre nicht vorhandenen Ärsche zu schwingen. Fünf kleine pickelige Jungs beobachten das und meinen, ihre erste sexuelle Erfahrung gemacht zu haben. Kinder von heute machen Party. Und allem, was dazugehört. Benehmen sich wie in einem Film Kids in einem Alter, in dem ich den Film noch nicht einmal gesehen hatte. Trinken und rauchen und nehmen Drogen und haben vor allem Sex. Deshalb sind Teenager von heute dreifache Mütter oder Familienväter. Ich beobachte das und fühle mich ein bisschen out. Zurückgeblieben in der Zeit, wo nach der Grundschule noch die weiterführende Schule bevorstand und nicht eine Drogenkarriere. Teenager von heute sind über Amy Winehouse nicht schockiert, sondern belächeln sie. Ich habe keine Drogenkarriere und auch keinen Babybauch, dafür einen Schulabschluss, aber damit kann man bei denen nicht punkten. Im Gegenteil. Ich sitze vor dem Fernseher, um mir die neue Jugend anzuschauen. Die haben alle super schlimme Probleme mit Alkohol und einem Freund, der sie nicht liebt. Die, die keine haben, wollen sich welche in Form von Kindern anschaffen. Erwachsen auf Probe nennt sich das dann auf RTL. Das ist so eine Art Kinderverleih, um mal zu schauen, ob die auch noch cool sind, wenn sie länger als eine Stunde da sind. Ist ein bisschen so wie diese Tattoos zum Aufkleben. Die wäscht man ab, wenn es nicht gefällt. Das geliehene Kind gibt man zurück. Überlege, dass ein Fernsehformat mit dem Titel Verhütung auf Probe wohl sinniger wäre. Aber wer will das schon sehen, wenn kleinen Mädchen erklärt wird, dass die Pille nur dann wirkt, wenn man sie auch nimmt. Und zwar über den Mund, nicht in der Handtasche mitnimmt. Außerdem ist es für die meisten ja eh schon zu spät. Ich beobachte das und fühle mich ein bisschen out und auch ein bisschen alt, aber vor allem doch glücklich, dass die einzigen Kinder, auf die ich aufpasse, meine kleinen Geschwister sind. Danke. Das ist das Letzte von mir heute. Ein Text über die Ungerechtigkeiten des Lebens. Was soll das? Was soll das, dass es immer genau dann regnet, wenn ich keinen Schirm hab? Was soll das, dass ich da mit nassen Füßen viel schneller ausrutsche? Was soll das, dass mich sonst nie einer bemerkt, aber wenn ich falle, dann schaut jeder hin? Was soll das, dass dann trotzdem jeder nur doof guckt? Was soll das, dass die Bahn natürlich jetzt genau heute beschließt, pünktlich zu kommen, wenn ich falle? Was soll das, dass immer alles schief geht, wenn es drauf ankommt? Was soll das? Was soll das, dass du nur jämmerliche 10 Minuten auf mich wartest? Was soll das, dass genau jetzt mein ach so leistungsstarker Handy-Akku versagt? Was soll das, dass du einfach den Bahnhof verlässt, ohne dich zu fragen, was mit mir ist? Was soll das? Was soll das, dass du nicht darauf kommst, dass ich gefallen bin und hier stehe mit nassen Füßen und blutigen Knie? Was soll das, dass als ich endlich ankomme und eine Telefonzelle finde, du nicht rangehst? Was soll das, dass du nicht daran denkst, dass ich hier stehe mit nassen Füßen und blutigen Knie und Tränen in den Augen? Was soll das, dass man sich in fremden Städten nie auskennt und ich dich nicht finden kann? Was soll das? Was soll das, dass du dich so schnell damit zufrieden gegeben hast und jetzt irgendwo sitzt mit trockenen Füßen und heilem Knie und einem Lächeln in den Augen? Was soll das, dass manche Menschen sofort vergessen, alles, auch mich? Was soll das, dass der Rückweg ganz problemlos verläuft? Was soll das, dass ich jetzt hier stehe mit nassen Füßen und blutigen Knie und Tränen in den Augen und dich in meinem Kopf? Dankeschön.